Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir müssen jetzt blöderweise nochmal... Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Wir müssen jetzt blöderweise nochmal die... Namen sind mächtige Sieger. Ja, Kampf, würde ich sagen, durchstehen mit diesen Erscheinungen. Weil es anscheinend schwieriger zu sein scheint, den da zu einem... Was? Tölpel-Kobold zu machen, wie das Ding heißt. Gut. Wahrscheinlich ist es einfach, ihn einfach umzubringen, aber das will ich logischerweise nicht, deswegen werden wir das Ganze jetzt nochmal machen. Den Fehlgeborenen in einen Tölpel-Kobold. Nimm ihn in die Arme. Ach nee, Tölpel-Bold, der heißt ja gar nicht Tölpel-Kobold, sondern Tölpel-Bold. Verdammte Scheiße, dann weißt du dir die Kehle. Zurück zur Burg. Also erstmal noch Licht machen. Dann noch... Irden auswählen, das brauchen wir gegen die Erscheinungen und dann Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Scheiße. Müssen wir hin? Es ist halt echt dunkel. Vielleicht hätte ich Katze trinken sollen, fällt mir gerade ein. Ah, nee. Ich hab's lieber mit der Fackel. Komm, komm, komm. Und hier gibt es ja auch ein paar Feuer, die den Weg erleuchten. Jetzt müsste doch eigentlich direkt der erste Angriff kommen. Ja. Liebe Geister, der Geruch des Fehlgeborenen hat sich gelohnt. Mein Grab, mein Gott. Nimm was. Wenn wir nur einzeln gegen die kämpfen, ist es gar nicht mal so schwer, aber... Weil man halt zwei Attacken hat, kann man halt logischerweise nicht beide angreifen. Und die machen halt echt viel Schaden. So. Komm her. So. Ich denke, die Runde haben wir ganz gut überstanden. Er bewegt sich. Ich kann ihn nicht mehr halten. Beruhige ihn irgendwie. Mit Axida. Oh, ganz ruhig. Ich denke mal, wir müssen nur zwei von diesen Angriffen überstehen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das nach dem zweiten das dann war und nicht noch ein dritter kommt. Das ist deine Aufgabe. Ich hab doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpelbold. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Ich weiß gar nicht mehr, kam jetzt hier schon der nächste Angriff oder erst, wenn wir durch das Tor durchgegangen sind? Erst, wenn wir da schon gegangen sind, oder? Nee, doch, jetzt kommt er. Es kommen noch mehr. Beeilung. Los doch! Ich warte nicht, bis sie verschlingen! Ich muss halt einfach mal kapieren, dass wenn die auftauchen, direkt angreifen und quasi den ersten Angriff einfach mal blocken, aber er schafft halt nicht rechtzeitig sein scheiß Schwert hochzubekommen! Schaffe ich es auch fast nie wegzuspringen? Oh ja, macht mich kaputt. Und jetzt geht es halt wieder von Anfang an los. Oh, verflucht. Es kann doch nicht so schwer sein. Dieses Quen, das Problem bei diesem scheiß Quen-Zeichen ist auch wieder, es dauert ein Stück, bis er das ausruft. Oh, Mann. Und dann kämpfen halt immer direkt alle drei auf mich und ich verplan dann immer rechtzeitig Schwert hochzunehmen. Das Ding ist aber halt, wenn ich sobald die erscheinen, auf rechte Maustaste drücke, um halt zu blocken, ist das im Endeffekt schon zu spät. Und...
Ja, die greife ich schon an. Also ich muss eigentlich kurz bevor die erscheinen schon auf rechte Maustaste drücken. Fuck. Es sieht irgendwie, wahrscheinlich sieht das gar nicht so schwer aus. Und dann umzingeln sie mich meistens dann noch beim zweiten Kampf zu dritt, so dass ich das Problem habe. Habt ihr dem Kind einen so dass ich Namen das Problem gegeben? Habe, dass ich Nein. Warum sollte nicht ihr einfach wegspringen kann. Namen sind mächtige Siege. Hier ist es. Der erste Kampf ist halt nicht so schwer, weil da nicht alle auf einmal kommen. Das ist gut. Das was? Der Fehl. Nimm was gleich. Aber ich bleib dabei. Ich verwandle den in einen Tölpelbold. Warum auch nicht? Das ist viel besser als zuvor. Was? So, jetzt komm mit, komm mit. Wir haben keine Zeit. Los, Action Jackson, los. Schnell, schnell, schnell. Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Läuft auch noch so langsam zum Kotzen. Oh, scheiße. Kommt der jetzt von alleine? Das ist nicht mein Kind. Was? Weil ich weggelaufen bin? Oh, ich muss also nah an ihm dranbleiben. Oh, weil er sonst sich verwandelt und ich ihn nicht mehr beruhigen kann. Vielen Dank. Okay, also nicht... Sollte Hendrik sein. Ein Spion des Kaisers. Ach, jetzt wieder das, das dauert ja auch wieder ewig. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. So, dieses Mal Konzentration. Ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. Habt ihr dem Kind einen Namen Dreimal gegeben? Dreimal reicht. Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Hier ist es. Dirk, was? Guck, das... Was? Der... Nimm ihn nicht gleich, dann weißt du... Zurück zur Burg. Was? Damit? Du ja, wolltest komm, doch komm, die komm, alten komm, Legenden komm. Auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, scheiße. Ich kann halt nicht speichern. Das ist ein Kotzen. Meditieren kann ich auch nicht. Kann gar nichts. Außer mir halt dieses wunderschöne Kind anschauen. Wieso laufe ich denn hier immer falsch? Ach, ich habe auch meine Fackel wieder nicht an. Fackel! So, Quen, Quatsch, Irden. Der erste Kampf sollte ja nicht so schwer sein. Ruhige Geister, der Geruch des Todes. So. Beim Grab meiner Mutter, unternimm was! Ja, anscheinend hebt der erste Angriff von der Erscheinung auch noch mein... Er hat's wieder nicht hochgenommen. Was? Ich drück rechte Maustaste, er nimmt die Schwert nicht hoch. Was ist denn da los? Oder geht das? Kann er nur blocken, wenn wir Quen verwenden? Hab ich ja auch noch im ersten Angriff total vielleicht. Fuck. Das macht mir irgendwie keinen Mut für den zweiten. Ich kann ihn nicht behalten. Beruhige ihn. Auf jeden Fall versuchen. Hä? Na, wie oft muss ich es denn noch machen? Also ich gehe hier gerade ein bisschen auf Tilt, muss ich sagen, mit der Szene. Ich esse jetzt noch was, dass ich wirklich 100% Energie habe. Ich muss wieder Irden nehmen. Ich bin ja gerade ein bisschen angepisst von der Mission. Das ist deine Aufgabe. Ich habe doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpel. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Konzentration. Ganz ruhig, Praxis. Ganz ruhig. Wie ich mir die Sachen einfach durchlesen kann.
Zwangseinberufung. Es ist Zeit, die Burgwache um neue Rekruten zu erkennen. Jede Familie hat einen gesunden, waffenfähigen Mann zu stellen. Familien, die keine geeignete Person unter ihrem Dach haben, müssen eine Ersatzleistung in Silber oder einem entsprechenden Gegenwert erbringen. Schlauen Feiglingen, die sich drücken wollen, indem sie sich den Daumen abschneiden sollen als Lektion und Schand mal beide Hände abgeschlagen werden. Dachreparaturen. Ich habe die Händchen für Dächer und am Werkzeug fehlt es auch nicht. Wer sich nicht um deine Hütte kümmert, ist ein Armleuchter. Ein paar davon gibt es in Mittelhain. Die wollen meine Dienste nicht. Ihre Hütten sind abgebrannt. Muss wohl das Schicksal gewesen sein, dass ihnen Feuer sandte, um ihnen zu zeigen, wie unklug es ist, an diesem Ende zu sparen. Denkt darüber nach, Leute. Massagen bei Schmerzen und mehr. Die starken, geschmeidigen Hände meiner Tochter haben schon vielen geholfen, die von Hexenschuss oder anderen Schmerzen im Rücken geplagt wurden. Sie kamen in Not und gingen erleichtert. Wer von der harten Feldarbeit krumm wie ein überlasteter Ochs sich fühlt, der komme zu unserer Hütte und lasse sich helfen. Ellie. PS, verschwendet nicht eure und unsere Zeit mit lüsternem Begehr. Okay. Auspeitschung. Als Strafe für die Nichterbringung feudaler Leistungen wurden 100 Peitschenhiebe jeweils an folgende Missetäter ausgeteilt. Georg von Schrein, Stern Protus, Protus der Ältere, Mussi Halin. Möge dies als Erinnerung dienen, dass die fütternde Hand auf widerspenstige Untergeben auch strafend einwirken kann. Bekanntmachung. Hiermit sei zu wissen und kundgetan, dass jeder, der seine feudalen Abgaben an die Burg nicht leistet, hart bestraft wird. Die Hinterziehung von Lebensmitteln wird mit 50 Peitschenhieben geahndet, die unverzüglich und ohne Gnade an alt oder jungen Mann wie Frau verstreckt werden. Erstklassige Pilzgründe. Im tiefen Wald findet sich ein Unterholz, wo man stets zahlreiche Pilze sammeln kann. Ich zeige den Weg gerne gegen entsprechende Entlohnung, auf dass die Kleinen nie mehr vor Hunger weinen. Sophie. Hat sich aber nichts Neues aufgetan, schade eigentlich. So, die machen wir als erstes Blatt. Es kommen noch mehr. Beeilung. Los doch! Ich warte nicht, bis sie uns verschwinden! Ich versuche jetzt gar nicht mehr zu blocken, sondern nur noch wegzuspringen. Das sind insgesamt vier, wenn ich das richtig sehe. Nein, ich bin eingehängt, weg, weg, weg! Scheiße, nicht gesehen. Oh, mit ein bisschen Konzentration etc. ist dann doch nicht so schwer. Wie ein scheiß Aal. Ich kann ihn nicht halten. Es hat geklappt. Er ist ruhig gestellt. Hoffentlich war's das jetzt. Keine dritte Begegnung, die noch schwerer ist, bitte. Schon einen Namen gewählt? Nein. Dann lass dir einen einfallen. Es ist wichtig. Es ist ein Mädchen. Wie hätte Anna sie genannt? Oh, der Weg scheint... Ah, wobei, wenn wir jetzt da sind, dann kommt kein Angriff mehr, hoffe ich. Bitte nicht! Und? Oh, geschafft. Endlich! OMG, was für ein Drecksquest! Und jetzt? Sprich mir nur. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen, sag ihren Namen, und empfange dich als meine Tochter. Ich gebe dir den Namen, Thea, und empfange dich als meine Tochter. Gut, und jetzt begrab sie. Innerhalb eines Tages sollte sich der ja in einen Tölpelbold verwandeln. Ich bleib hier und warte. Du gehst nach Hause.
Ich warte mit dir. Kommt nicht in Frage. Aber das ist mein Kind. Und die Schuld, die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Die Zeit für elterliche Gefühle ist lange vorbei. Außerdem kannst du hier nichts tun. Aber... Kein Aber. Hier ist nur noch Hexerwerk gefragt. Ich muss Tag und Nacht warten, bis sich der Fehlgeborene in einen Tölpelbold verwandelt. Geh nach Hause und betrink dich nicht wieder bis zur Bewusstlosigkeit. Ich rufe den Tölpelbold dort herbei, wo der Fehlgeborene begraben wurde. Ich möchte auch einen Tölpelbold haben. Ich hoffe mal, das sieht nicht ganz so hässlich aus wie das Fehlgeborene. Bei der Macht des Blutes, ich rufe dich. Bei deinem Namen flehe ich dich an. Höre mein Rufen und erhebe dich, Dea. Führe mich zu denen, die mit ihrem Blut an dich gebunden sind. Okay, der Tölpelbold sieht, wie es aussieht. Blöderweise genauso aus wie das Fehlgeborene, nur eben als Geist. Naja. Bin ich ja echt mal gespannt. Das ist ziemlich schnell, wo er mich hinführt. Dieser verfluchte Drecksregen. Oh, hoffentlich ist das nicht allzu weit weg. Kann ich eigentlich reiten? Bestimmt. Warte mal kurz, Tölpelbold. Warte mal kurz. Das sollte ja deutlich schneller gehen. Ah, das sieht schon besser aus. Oh, da holen wir ihn sogar ein, wie es aussieht. Wenn's nicht bald zu regnen aufhört, folgt mir noch mein Arsch ab. Überholen wir ihn sogar. Eieiei. Aber wir können ja mal zwischendurch ein bisschen normal traben. Das tut auch Plätze gut, wenn er nicht die ganze Zeit rennen muss. Trunkener. Moment, wir müssen mal irgendwie wählen. Fast dabei gestorben, aber machen halt einfach viel Schaden nach wie vor. Ich hoffe mal, das war's jetzt mit irgendwelchen nervigen Plätze. Mit irgendwelchen nervigen Monstern. Das ist aber auch wieder mitten in der Nacht sein muss. Abseits der Wege. Einfach nur in so eine blöde Hütte rein? Ja, ziemlich einfach. Komm schon! Aha. Also Lavendel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber vielleicht sollte ich einen Blick riskieren. Kunde das Gebiet und die, um die Räucherei. Das ist also eine sogenannte Räucherei. Hm. Oh. Was haben wir denn hier für Spuren? Kann ich die irgendwie... Ein Hufeisen? Kein Pech, Sieder könnte sich ein Pferd leisten. Bisschen Proviant. Nee, nicht auf Plätze aufsteigen. Nein, mach's nicht. Er macht's. Geh wieder runter. Oh, ich drück E zum Absteigen. Ich glaube, ich hab einen Bug. Ich glaube, ich hab einen Bug. Nein! Ich komme nicht mehr runter, ich kann mich auch nicht bewegen, weder vorwärts noch rückwärts. Ich kann meine Waffe nehmen, ich kann sogar zuschlagen. Oh, Mäusel. Oh, das gibt's doch nicht. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Kann ich speichern? Speichern kann ich. Wenn ich vielleicht den gleichen Speicherstand jetzt lade...
Müssen wir jetzt zwar wieder die Geschichte anhören, aber vielleicht kann ich mich ja wieder bewegen. Also ich konnte nur zuschlagen, ich konnte aber nicht reiten, ich konnte nicht absteigen. Ich glaube, das lag daran, dass als der Hexer aufsteigen wollte aufs Pferd, ich halt mich dagegen gewehrt habe. Ich hätte mich nicht wehren sollen. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand schon noch die Leiche des Spions. Ansonsten können wir dann hier auch erstmal einen Cut machen, aber ich will wissen, ob ich jetzt weiterspielen kann, theoretischerweise. Oder ob ich jetzt angebumst bin und Pech habe. Einem örtlichen Kriegsfürsten zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. Ja, es geht wieder, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Da habe ich mein Mikro schon zu zeitig gemutet. Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis morgen. Tschö, tschö.